is, that music? His Warsaw Concerto. I've got the records. This may be the miracle we were talking about. It may. I'd like to see it. Come on. Als Vogtland-Philharmonie eine große Freude, diese außergewöhnliche CD mit einer außergewöhnlichen Künstlerin einzuspielen. Frau Angatschewa hat uns diese Idee vor einiger Zeit nahegebracht, eine CD aufzunehmen mit selten gespielten Klavierwerken, auch mit einem Erstlingswerk, das sicherlich so noch nicht auf CD gebannt wurde. Es handelt sich hierbei um das Concerto Soiree von Rota, ein sehr selten gespieltes Stück, aber wie ich finde, ein zu Unrecht selten gespieltes Stück. 1961 komponiert, hat es noch nicht zu Recht den Weg in den Konzertsaal gefunden. Wir wollen mit dieser Aufnahme auch ein wenig dazu helfen, dass das Konzert entsprechend bekannt gemacht wird. Das gilt nicht für das Warschauer Konzert von Adinzel, das ist hinlänglich ein bekanntes Stück, wird sehr gerne interpretiert und wir freuen uns, dass wir es mit auf diese CD aufnehmen können. Aber die Rarität besteht sicherlich in den vier Jahreszeiten von Piazzolla, die hier in dieser Besetzung erstmals aufgenommen werden, nämlich diese Besetzung von Streichern, großem Streichorchester und Klavier. Es gibt ja verschiedene Bearbeitungen von diesem wunderbaren Werk, aber diese Bearbeitung ist hier erstmals dann auf CD gebannt und es macht eine ganze Menge Arbeit, aber es macht auch Riesenspaß, mit dieser Musik und dieser Künstlerin zu arbeiten. Sie haben gerade eine neue CD herausgebracht und mit einem sehr außergewöhnlichen Programm, mit drei Komponisten, die alle ausgezogen sind von der alten Welt, um in der neuen Welt in einem ganz anderen Genre zu Erfolg zu haben und zu reüssieren. Sie haben von Nino Rota eine wunderbare Klavierstück aufgenommen, das mit Orchester aufgeführt werden wird. Wie erklärt sie sich das, dass Nino Rota, genauso wie Bernstein, eigentlich nicht mit seinen vielen klassischen Konzerten berühmt geworden ist, sondern eher mit seiner Filmmusik? Also es ist nicht, dass seine Klavierkonzerte, seine Symphonien Anerkennung finden, sondern jeder kennt ihn eigentlich nur als Filmmusiker. Wie erklärt sie sich das? Ich habe das Gefühl, dass wenn man in einem Bereich sehr erfolgreich ist, dann bleibt man auch dabei und man weiß, dass die Leute das mögen und je mehr das macht, desto besser. Und ja, ich habe das Gefühl, dass wenn er sich auch konzentriert hätte auf seine Klavierwerke, hätte er genauso viel Erfolg gehabt. Ganz tolle Musik, aber doch nicht so erfolgreich wie seine Musik zum Beispiel zu dem Film Der Pate. Ja, also ich hoffe, dass mit dieser Interpretation, dass mit dieser CD, diese Musik, die ich aufgenommen habe, auch die Konzertsäle erreicht. Zurückkommen auf Piazzolla. Sie haben mir gesagt, Sie haben eine lange Beziehung schon zu Piazzolla. Sie haben Piazzolla
aufgeführt mit ihrem Trio und haben sich schon lange damit auseinandergesetzt. Sie sind die Erste, die das jetzt aufführen wird, die vier Jahreszeiten in einer sehr ungewöhnlichen Besetzung mit Klavier und Orchester. Können Sie mir ein bisschen dazu erklären, warum glauben Sie, dass dieses Revival so um sich gegriffen hat? Wissen Sie, Piazzolla ist einfach so eine tolle Musik, die jeder versteht. Und ich glaube, heutzutage ist die Welt, ich weiß es nicht, es hat sich so viel geändert und die Menschen wollen mehr, die wollen mehr Schönheit, die konzentrieren sich mehr auf das Schöne im Leben, in der Musik. Und ich habe das Gefühl, dass das ist eine Musik, die einfach zu dieser auch bösen Welt gehört. Das macht das Leben einfach schöner. Und aus eigener Erfahrung kann ich sprechen, dass immer wenn ich im Konzert Piazzolla spiele, da kann man nicht einfach applaudieren. Da muss man entweder aufstehen oder schreien. Da die Emotionen von den Menschen, die Menschen können diese Emotionen nicht mehr kontrollieren. Und das ist das Schöne dabei, weil, wie gesagt, diese Musik erreicht auch viele Herzen. Nicht nur ein Teil vom Publikum, sondern ich würde sagen, das ganze Publikum. Da bleibt niemand. Lässt niemand kalt. Sie lässt niemand so kalt. Genau, das ist der Punkt. Ganz sie lässt niemand kalt. Ich hoffe, dass Ihre CD auch niemanden kalt lässt und dass Sie einen großen Erfolg mit dieser CD haben. Mich hat sie auch nicht kalt gelassen und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich danke herzlich für dieses Interview. Danke.